Morgen, grüßt euch. Am hinter meiner, auf der rechten Seite, seht ihr es in Plottenspitz und links seht ihr es in Gamskarlspitz. Unser Plan für heute war, dass wir Gamskarlspitz gängen und dann die Gamskarlrinne runterfahren. Der Aufstieg dazu erfolgt über Plottenkar. Man kann aber auch oben bei der Edelweiß einsteigen oder unten beim Scheidberg, je nachdem wie man will. Zu der Geschichte Gamskarlrinne. Es ist eine Rinne, sie ist relativ steil, ja. Sie ist im oberen Teil, kann sie triebschnelllastig sein, ja, da muss man aber ein bisschen aufpassen. Allgemein ist das jetzt eine Tour mit, ich glaube, 600, 700 Höhenmeter und es ist eine kleine, aber feine Rinne. Das Wichtigste aber da herum in Obertauern ist eins, Obertauern hat eine ganz eigene Winddynamik. Das heißt, der Wind dreht da alle Damen lang. Der Lawinenlagebericht ist für Obertauern eigentlich nicht wirklich relevant. In Obertauern ist das Schlagwort Einzelhangbewertung. Ja? Und nur mit der werde ich da herum glücklich werden. Wenn ich da herum keine Einzelhangbewertung mache, dann wird es mich früher oder später weggeschwommen. Wegen der Gamskarlring-Geschichte jetzt so, da wird sicher einige geben, die sagen, muss man sowas sagen, muss man sowas filmen, Local, Secret und keine Ahnung. Wir von Alpine Momente sind der Meinung, Secret Spots oder Local Spots, schön und gut, aber die Welt ist so groß, es ist Platz für jeden überall. Und wir leben in einem digitalen Zeitalter, wo es wieder noch großartig geheim bleiben, also geht eh nicht mehr. In dem Sinne nehmen wir euch jetzt mit, der Aufstieg erfolgt einmal über das Plottenkar bis zur Bergstation von der Plottenkar. So, wir sind jetzt auf der Bergstation von der Plottenkarbahn. Da fahrst du mal Daumen, je nachdem wie schnell das geht. 45 Minuten Gehzeit. Jetzt hinter uns, geradeaus, was hinter meiner sitzt, da geht es jetzt weiter. Da wird es ein bisschen steinig, teils ungut zum Gehen. Es geht dann auf den Gratrücken auf und da den Grat entlang um. Ja, da unten kommen wir her vom Lift. Und es geht dann da so auf. Ja, ziemlich unangenehm zum Gehen da rauf. Schon die zweite Passage, wo wir stapfen, da hat sie auf dem Grat rauf. Hilft nichts. Fünf Minuten später stehst du in der Nebelsuppe da, gewaltig. Ja, jetzt ist eben genau das passiert, was ich eingangs schon erwähnt habe. Wir haben da in dem Bereich Wind gehabt von Nordwest, übergehend auf Ost und weiter auf Süd. Und somit habe ich in der einen Rinne von allen Himmelsrichtungen den Triebschnee drin, den ich genau nicht brauche. Es war jetzt nicht so, dass man sagen darf, das darf zu 100% nicht halten. Es ging wahrscheinlich, ja, aber unterm Strich ist das Risiko zu hoch und einfach auf Jux und Dollerei seinen Arsch an die Luft setzen, bringt sie nichts. Insofern ist der Game Over. Für dieses Mal auf, bis zum nächsten Mal.
Ja, da stehen uns wieder mal die zwei. Wunderschönen guten Morgen. Morgen. Was sagt der Dauerexperte? Ja, wenn heute nicht, dann gar nicht. Heute der zweite Versuch, dass wir Richtung Gamskal Rind aufstarten. Beim ersten Mal hat es uns verblasen und das Wetter hat sich nicht so ideal. Heute ist es einmal vom Wetter her ein 100er Tag. Ob es vom Schnee her auch noch ein 100er Tag ist, müssen wir uns dann einmal anschauen. Aber ob 100er oder nicht, es ist fahrbar und es ist filmbar und somit bin ich guter Dinge, dass es machbar ist. In dem Sinne Motto, no any way. Just one way. Genau, packen wir es. Gell. So schaut es aus heute da vorne. Ah ja. Und wir sind heute am Parkplatz von der Gamsleiten 1. Gehen zu Fuß zur Lürzalm, ziehen da die Ski an und gehen dann über die Mankeralm auf aufs Plottenkar. Also nicht so wie das letzte Mal von der Talstation Plottenkar. Dann sparen wir uns den unguten ersten steilen Hang. Hier ist der Pulver. Ja, mittlerweile sind wir im oberen Chor. Es ist wieder genau gleich abblasen gewesen unten, extrem hart. Ski tragen. Ja, jetzt geht es da rauf auf die Schorten. Und dann so rechts rauf, rechts vierer. Da vorne seht ihr den Gipfel. Die Rinn sieht man von da noch gar nicht. Schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Schauen wir mal. Genau. Aber wir meinen, it looks nice. Ja. Ja. Ja, wir stehen jetzt beim Rinneneinstieg bei der Einfahrt. Andi, was sagst du? Ja, schaut gut aus. Wir wollten es euch gerne unverspurt zeigen. Leider nicht drin gewesen, so wie es ausschaut, war gestern wer da. Ich habe einen leisen Verdacht, wer da war. Einen schönen Gruß an einen gewissen Obertaurer, den ich jetzt nicht beim Namen nenne. Somit haben wir leider gutes zwei Spuren drin. Aber das wird dem Ganzen keinen Abbruch tun. Ne? Genau. Wie schaut's aus? Und jetzt hilf ich jetzt noch auf den Gipfel rauf, gell? Genau, ich in dem Fall ohne Ski. Man muss dazu sagen, da kannst du nicht vom Gipfel runterfahren, also aktuell nicht. Und mit den langen Latten beim Abig ist drauf, weil ich also gehe ohne Ski rauf. Ja. Und ich gehe mit der Ski rauf, weil der Andi, glaube ich, heißt der, gell? Der, was so nett kommentiert hat, Graumann oder so. Du hast gesagt, Graumann. Ohne Ski ist kein Ski da, also darum trage ich die Ski rauf, auch wenn es in dem Fall wieder einmal sinnlos ist und sinnbefreit. Aber einen schönen Gruß an die. Weil er so brav kommentiert. Genau. Weiter oben. Okay. Ja, jetzt sind wir kurz vor dem Gipfel. Wir haben weit. Ganz gut gegangen heute. Rauf. Andi, Gipfel! Gipfel! So, Andi, was sagst du? Skitour, oder? Zählt das jetzt so? Bei mir nicht, mich brauchst du nicht anschauen. Ja, du bist. Er ist eh noch wegen der Rind da. Ich werde nicht einmal aufschauen.
Fuck. So kacke. Shit. Kacke ist das. Durchwachsen, hart, ausgutscht, shit, wurscht. Ja, also, das war jetzt einmal der Teil gewesen zum Alfahren. Die Rinne ist aktuell extrem, ja, man muss schon fast sagen, scheiße zum Fahren. Durchwachsen. Oben wie alle Triebschnee eingelagert, da ist echt gefährlich mit reinfahren, da müsst ihr aber aufpassen, wie es reinfahrt. Bei uns war es oben zum Schauen, aber akzeptabel. Der Rest war eigentlich knallehart, was am Video eh ganz gut zum Sehen ist. Herunten dann der untere Teil von der Rinne, wo es dann wieder auf den Zirchweg von der Piste rausgeht, ist jetzt schon ziemlich durchgefeucht gewesen, also hat mehr gesagt als sonst was. Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass wir euch einen guten Einblick geben haben können in die Rinne. Das ist eigentlich ein Netzturl. Die Bedingungen bei gutem Schnee müssen halt auch wirklich passen, weil sonst bist du mit der Lahe herunten. Da herunten ist ein Becken, wenn es dich da reinschwappt, dann bist du nicht einen Meter drunter, sondern 10. Dann hast du die Gräs von einer Cola-Dosen. Also entweder Scheißbedingungen akzeptieren, so wie wir heute, oder wirklich, wirklich sicher und safe sein, damit es passt. Franzi, Resümee, was sagst du? Aber die Rinne ist an und für sich echt cool. Die Steilheit, nicht weiß gut wie steil. Schmeißen sollst du ja auch nicht, weil wenn es dahin geht, geht es dahin. Aber eben, wie du schon gesagt hast, Andi, die braucht absolut sichere Verhältnisse. Von dem her aber Zeit passt, fahrerisch, ja. Bin ich nicht zufrieden. Das Einzige, womit ich zufrieden bin, ist das, wenn ich geschmissen hat. Genau. Ja, fahrerisch war es heute schwierig, aber wir wissen aus erster Quelle, dass wir da heute nicht die Einzigsten sind, denen das schwer gefallen ist. Ja. Insofern wünschen wir euch noch ein schönes Tagerl, eine gute Zeit, passt auf euch auf. Genau. Alright, sagen Leute. Und bis zum nächsten Mal, es wird sicher wieder was von uns sehen. So schaut's aus. Ganz gewiss. Ciao dabei. Ciao, ciao. Und wenn's euch gefallen hat? An Fetten.
Daumen nach oben. Genau. Wir haben uns echt bemüht. Kurzum zum Bemühen, ich bin zweimal aufgegangen, weil beim ersten Mal Drohnenflug hat es nicht hingehauen. Also habe ich nochmal aufstapfen dürfen. Und beim zweiten Drohnenflug habe ich einmal kein Signal gehabt. Ich bin schon gespannt, wie die Aufnahmen ausschauen. So, ciao. Ciao, ciao.